for this run now. She also had a podium in the pit stall wild face. Et c'est parti pour Angelika Kaufmann. Alors comme Julien est parfaitement polyglotte ici, on va y passer la parole pour des commentaires en autrichien, voire en allemand. Qu'est-ce que tu nous fais, Julien? Ja, genau. Also ihre Run ist jetzt relativ schnell. Du hast mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich muss das ja auf Deutsch kommentieren. Also ich werde mein Bestes versuchen. Ich denke, sie fährt sehr, sehr schnell bis jetzt. Sie hat jetzt, wow, einen Riesensprung gesucht. Jetzt gesprungen und perfekt gelandet. Also aus Österreich, Kaufmann, Angelika. Sie hat gestern gewonnen, von daher keine Wunder, dass sie jetzt heute diesen riesen und schönen Sprung gemacht hat. Was wird sie jetzt machen? Ich denke, sie müsste jetzt, wenn sie clever ist, einfach etwas Sicheres machen, weil mit diesem Sprung kann sie wahrscheinlich schon auf dem Podest stehen. Aber sie möchte mehr. Sie möchte einfach mehr. Noch ein schöner Sprung, sehr gut gelandet. Kaufmann, Angelika, unglaublich schön. Also bis jetzt soweit einfach das Beste, was ich gesehen habe. Cyril, was denkst du? Ja, und jetzt muss sie wirklich gerade unten gehen, weil sie muss nicht so viel Risiko nehmen. Das ist ein bisschen zu viel vielleicht. Noch einmal, schöner Sprung, richtig gelandet. Das war wirklich der Hammer-Run von Angelika Kaufmann, Österreich. Und jetzt fährt sie einfach ganz schnell, ganz geradeaus, bis ganz nach unten. Also diese Frau muss man mit ihr wahrscheinlich schon rechnen für das Freeride World Tour 2015 von nächsten Jahr. Wir sagen auch ein großes Danke für unseren Partner auf Germany, aus Deutschland. Sie nehmen auch unseren Live heute und wir sind wirklich glücklich damit. Und sie werden wahrscheinlich sehr froh sein mit Angelika, die hat wirklich einen super Run gemacht. So really, really amazing run from Angelika Kaufmann here. For sure she will take the lead of the category. Maybe I should not say that, because the judges are still to judge, but it's my own feeling, and I think with this run, she will be first for sure. Amazing run here for Angelika. I also have a good feeling about her result. I think that was very solid run. I mean, to drop such a cliff, I'm not sure I would have done it, and even not landed it that nice. So that was really, really nice. We have very few competitors from Austria this year. This is a pity. I think today it will be the only one. Also, as Österreich starting from Austria. And Angelika, we usually have very strong riders. Flo Orle, for instance, from the World Tour from Austria, also competed here. He won 1 year, so we are happy to have here people from Austria. But this year, only one qualified for the final. So let's see, the result should come any minute now. The judges are still working on it. Effectivement, Julien, on nous annonce aussi du replay. Donc ça fonctionne au niveau du live. On peut balancer les replays aussi. Donc les commentaires sont, les riders sont. Sont filmés bien évidemment et on peut les repasser également grâce à notre régie. Alors qu'on attend la note d'Angelika qui va, comme on l'a dit sûrement, prendre le lead. La note d'Angelika, on m'annonce 72 points. 73 et elle prend la deuxième place de la compétition. Angelika, she take the second place of the competition, not the first place. It was maybe a surprise for us because we were quite confident about this run. Well, there were some few solid runs before too. It was a long time ago since we had a break. Let's passe la parole à Cindy, pardon, yes. Julien, qui est avec Angelika pour l'interview. Oui, merci. So, Angelika, it sounds good. So, you take the second place. How do you feel? I feel good, huh? The conditions were pretty tricky. I did not manage to ski my line how I wanted to, but yeah, I'm satisfied anyway.